So, also wir sind schon auf Riesenschritten hin zu was Modernem. Baker ist jetzt nicht tatsächlich so einer, den man so wie er ist, aber das Konzept und das Prinzip wird eigentlich immer verwendet. Also ich weiß gar nicht, Baker war glaube ich 80er Jahre. Also das sind steinalte Sachen, da brauchen wir auch nichts patentieren. Das sind alles Dinge, erstens mal kommt man da drauf, wenn man ein bisschen nachdenkt, siehe Spaghetti rausholen, und zweitens mal ist das alles schon steinalt. Das konnte man bloß damals nicht patentieren, und heute findet man immer wieder Patente auf so Zeugs, dann da denkt man sich, meine Gott, das kann ja mal nicht wahr sein. Aber das liegt halt daran, dass die Leute, die Patente dann zulassen, auch keine Ahnung haben von nichts. Häufig, so ist es leider. So, jetzt der Baker, also wie gesagt, der kopiert immer wieder rum, und jetzt hat ein Herr, ich bin jetzt sicher, ob er es war, aber ich glaube, es war der Herr Dave Anger. Ich bin mir nicht sicher, aber ich verbinde ihn mit dieser Idee. Auch in den 90er Jahren war das letztes Jahrhundert. Soll mal einer schreiben, wenn er weiß, wer es wirklich war, falls er es nicht war. Also erstens mal hat man festgestellt, dass zwei Dinge, was ich vorher schon gesagt habe, wenn dieser Browser schon einen halben Tag oder einen Tag, tatsächlich ist er schon wahrscheinlich eine Woche offen, und ich habe sogar da drin rummodifiziert, wem es aufgefallen ist, da sind ein paar neue Buttons dazugekommen, aber das Programm läuft als solches, da hat er da zum Beispiel, das Programm läuft jetzt schon ungefähr zwei Wochen durch, das heißt, es ist, und diese Objekte sind jetzt zwei Wochen alt, das ist jetzt höchst unwahrscheinlich, dass dieses Objekt, dieser Browser in den nächsten 5 Sekunden jetzt plötzlich sein Leben verliert. Andererseits ist so, wenn ich jetzt hier einen Button-Klick habe und diese Position von dem Klick ist ein Point-Objekt bei mir tatsächlich da drin oder ein Rectangle. Das ist jetzt ganz jung. So junge Objekte, wenn man die Statistik anguckt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein Objekt, das jung ist, auch jung stirbt, als eins, das alt ist. Da gibt es eine Korrelation. Ein altes Objekt stirbt wahrscheinlich später als ein junges Objekt. Kann man nicht für jedes Einzelne sagen, natürlich, aber in der statistischen Summe. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, hier zu sagen, warum behandle ich alle Objekte gleich, egal ob ich die jetzt gerade vor einer Millisekunde allokiert habe oder vor 3 Tagen. Und das ist die Idee vom Generation Scavenge. Es sagt, ich teile meine Objekte ein in Generationen nach ihrem Alter. Das heißt, ich habe 2 Spaces. Ich habe einen Old Space. Und wir lassen es mal offen, wie wir den Old Space, wenn der verläuft, sauber machen. Da können wir entweder einen Mark and Sweep machen oder wir können wieder einen Baker machen. Kommen wir nachher noch drauf zurück. Wichtig ist jetzt erstmal, dass ich einen zweiten New Space habe. Und der New Space, der besteht aus einem Eden und einem Survivor Space. Und die sind relativ klein. Also relativ klein heißt faktisch, hier in meinem System so zwischen 400 Kilobyte und 4 Megabyte oder sowas. Das kann man sogar dynamisch adaptiv machen. Und der Old Space hat dann hunderte Megabytes oder Gigabytes. Also richtig groß, richtig klein. Und allokieren tue ich im Eden. Das heißt, ich habe hier meinen Allocation Pointer und blub, 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 gehe hier runter. Und wenn ich jetzt am Anschlag bin, mache ich genau einen Flip hier drin. Beim Generation Scavenge hat man den Flip umbenannt und der heißt es jetzt ein Scavenge. Scavenge heißt da so viel wie durchbürsten oder durchkämmen oder sowas, wörtlich übersetzt. Aber das ist nichts anderes als ein Flip von dem kleinen Space. Das heißt, hier drin, angenommen, ich habe jetzt viel Garbage, tun wir mal Garbage allokieren, ich mache mal ein kleines Programmchen. Tatsächlich, wenn ich das jetzt zumache, ist das schon Garbage, aber jetzt machen wir hier einfach mal 10.000, 100.000 times repeat. Und was machen wir 100.000 Mal? Wir allokieren einen Array. Ne? Wir allokieren einen Array mit Size 1000, also tatsächlich 4, nee, hier sogar 8 Kilobyte, weil das sind 8 Byte pro Pointer. Und das ist ein Pointer-Array, also 8k mal 100.000, ganz ordentliche Menge. Und wir führen das mal aus. Und das war's. Garbage. Jetzt haben wir richtig viel Garbage produziert. Ich weiß nicht, das war jetzt wahrscheinlich ein Gigabyte Garbage oder so, keine Ahnung, mal hochrechnen, 8K mal 1000,
das Ganze ist dann 800 Megabyte, also fast ein Gigabyte haben wir jetzt geschwind hier mal, tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr, 800 Megabyte, do it. Wir wollen mal ausrechnen, wie lange das dauert. Ne, wir können es messen lassen. Oh, das war der falsche, das ist der Profiler. Den wollen wir nicht. Ich will bloß die Zeit messen. Ausführen und Zeit messen. 350 Millisekunden, 8 Megabyte. Das heißt ungefähr 2,5 Gigabyte pro Sekunde. Umgerechnet. Das ist alles Garbage. Aber ihr wisst ja, das ist total billig, weil, was macht der? Der allokiert hier runter, dann macht er einen Scavenge und stellt fest, es gibt nichts zu tun und macht wieder weiter. Das heißt, das ist eigentlich nur die Zeit, die es braucht, um das Memory zu füllen. Weil hier sind alle Arrays mit 0 gefüllt. Tatsächlich hat er 80% in B0. Wenn man dann Statistik macht, stellt man fest, dass er die ganze Zeit bloß nillt. Das Allocation, wie wir vorher gesagt haben, geht ja in ein paar Nanosekunden. So, und das ist soweit klar. Jetzt ist nur so, um diesen Bereich zu füllen, angenommen, ich habe jetzt hier viele allokiert, das ist ja jetzt ein Trivialbeispiel, aber angenommen, ich sage jetzt Folgendes, ich sage 1 to 100.000 do, da habe ich einen Index noch zusätzlich mit i, und jetzt kann ich hier sagen, wenn i gleich, wenn i gleich 550.000 ist, dann sage ich Array new 1000 inspect. Und ansonsten, wenn falsch, dann allokiere ich ihn bloß. Was mache ich hier? Ich tue jetzt 99.000 allokieren, die Garbage sind, und einer mittendrin hole ich mir einen Inspektor raus, das ist ein Fenster, der eine Referenz drauf hält. Und der Inspekt, weil der Inspekt macht dann ein Ding auf. Also wenn ich das hier nur ausführe, machen wir das mal und sage do it. Dann geht hier ein Inspektor auf, das ist ein Fenster, da kann ich reingucken. Da sieht man jetzt hier die ganzen Elemente, sind natürlich alle nil. Aber jetzt mache ich das hier in dieser Loop von vorher und wieder do it. Und jetzt sieht man, ja, er muss natürlich schon was tun, weil dieser Fall, dass alles Garbage ist, ist natürlich der einfache Fall, aber tatsächlich könnte es sein, dass irgendeins von denen eine Referenz hat. Sprich, es gibt, ich mache hier zwar einen Flip rein, aber wie komme ich an die Überlebenden? Weil was ich nicht machen möchte, ist diesen ganzen Bereich zu scannen und zu sehen, ob da noch irgendwelche Referenzen da rein sind. Das will ich vermeiden. Ja, also ich will nicht, es gibt, was ich jetzt gerade hergestellt habe, die Situation, die ich gerade hergestellt habe, ist die, dass es hier ein Objekt gibt, das vielleicht hier rein zeigt. Tatsächlich war das Objekt hier vielleicht in der Stack-Aufrufkette oder so, aber es spielt keine Rolle. Was ich habe, ist, dass ich ein Root habe von außen, das da rein zeigt, von irgendwo her, und ich hier den dann in diesen Bereich hier mit einem Flip, mit einem Baker quasi collecten will, ohne dass ich hier das ganze Gigabyte durchscannen muss, ob es da Pointer gibt. Tatsächlich möchte ich das vermeiden wie der Teufels Weihwasser. Weil dieser Bereich, der könnte so groß sein, dass der gerade auf der Platte liegt, weil ich schon 3 Tage lang nichts mehr mit den Dingern gemacht habe. Weil mein Fenster da hinten, dieses Debugger-Fenster, was ich da hinten habe, das habe ich jetzt seit einer Stunde nicht mehr angefasst. Das könnte sogar rausgepaged worden sein in der Zwischenzeit, die ganze Memory-Bereich. Und wenn ich da jetzt anfange durchzusuchen, müsste das alles wieder reinpagen und dann hätte ich den ganzen Mist wieder an der Backe, von den ich eigentlich vermeiden will. Also wie kann ich ganz schnell die Roots von diesem New Space finden? Und die Roots, wir hatten ja vorher gesagt, wir haben unsere Roots, das sind die globalen Variablen oder die Aufrufkette oder irgend sowas, die Stackframes. Also ich habe hier ein paar Roots. Ich habe sowohl Roots hier rein und ich habe Roots hier rein. Plus aus Sicht von dem kleinen Space sind auch alle Referenzen von hier nach dort Roots. Aus Sicht von dem sind nur die da Roots und vielleicht die da rüber zeigen. Also das lassen wir uns mal offen, wie wir den nachher sauber machen. Aber jetzt kümmern wir uns mal um den. Weil das ist der, in dem geht die Post ab. Da drin dann allokiert. Und den möchte ich ganz schnell
hier auf die Survivors, sodass ich da wieder den Flip machen kann, ganz schnell, ohne hier reingucken zu müssen. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten ein Orakel. Tolles Wort, nicht die Firma Orakel, sondern wir hätten so ein Orakel von Delphi. Und das kann ich fragen, du sag mir mal bitte, was denkst du, wer wären denn Roots? Und, ja, so Wahrsager. Und das Orakel sagt mir dann, ach, guck mal beim Objekt 1 nach, und dann guck mal beim Objekt 5 nach, und dann guck mal beim Objekt 17 nach, und beim 20er. Und wie die Orakel so sind, die sind nicht immer exakt. Das Orakel sagt manchmal mehr voraus, als tatsächlich passiert. Aber wir haben ein Orakel, das uns zumindest verspricht, dass es nicht weniger sagt, als Tatsache ist. Das heißt, wenn es mir sagt, 1er, 5er, 17er, 20er sind potenzielle Kandidaten, dann ist auf jeden Fall eins dabei. Das sagen wir mal, nee, andersrum. Es kann auch sein, dass keins dabei ist, aber es ist auf jeden Fall keines außerhalb, also es vergisst keins. Es sagt mir mehr, aber nicht weniger. Sprich, wenn tatsächlich hier noch ein drittes Objekt wäre, das zum Beispiel eine Referenz hier rüber hätte, dann würde mir das Orakel das Dreier auch melden. Das kann nicht sein, dass es das Dreier nicht meldet. Also es ist ein Orakel, das nicht 100% korrekt ist, aber es sagt mir zumindest nicht zu wenig, es sagt mir zu viel, es verspricht immer zu viel, wie es halt bei den Orakeln so ist. Eher zu viel als zu wenig versprechen. Okay, aber angenommen, wir hätten dieses Orakel. Und dieses Orakel würde uns dann geben eine Liste von potenziellen Kandidaten. Sprich, es würde sagen, ach du, guck mal beim 1er, beim 3er, beim 5er und beim 17er nach. Und ich gucke dann, wenn ich diesen Bereich sauber machen will, also wenn ich hier einen Flip machen will, dann betrachte ich die Roots hier oben natürlich plus das, was mir das Orakel sagt. Und dann gehe ich da durch und sage, aha, das Orakel hat gesagt, der 1er, dann gucke ich mal da rein, dann stelle ich fest, ach, das Orakel lag schief, dann schmeiße ich es halt hier raus aus der Liste. Okay, hat sich's halt vertan. Dann gucke ich weiter, beim 3er hat sich's auch vertan, schmeiße ich es raus. Beim 5er, aha, da bin ich fündig geworden. Das heißt, jetzt kann ich das als Root verwenden bei meinem Scavenge und hinterher landet dann dieses Objekt hier, auf das 5er zeigt, weil das ja ein Root ist, und beim Kopieren tue ich die Roots auch aktualisieren, landet dann das hier oben und ich tue dann das Orakel, das vom Orakel angezeigte Objekt aktualisieren. Das heißt, nach meinem Scavenge zeige ich, tue ich dann dafür sorgen, dass der Pointer dann hierher zeigt. Kann ich ja machen. Und dann gehe ich hier weiter durch, das 17er war auch eine Leiche, war auch nichts, okay. Das heißt, in meinem Orakel steht nachher 5 drin. Und beim nächsten Scavenge kann ich dann wieder weitermachen, bis ich vielleicht irgendwann mal feststelle, dass da gar nichts mehr drin ist. Wie komme ich jetzt zu diesem Orakel? Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was muss mir das Orakel liefern? Das Orakel muss mir liefern Objekte, die irgendwann, oder vielleicht aktuell, aber die auf jeden Fall potenziell eine Referenz aus dem Old Space, sprich Objekte, die selber im Old Space liegen und eine Referenz in den New Space haben. Also in eins von den beiden, tatsächlich immer nur in Eden zu dem Zeitpunkt, weil der Eden und der Survivor, die beim nächsten Flip werden die ja ausgetauscht. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo der das Orakel fragt, geht es nur darum, gibt es Objekte im Old Space, die Referenzen in den Eden haben? In Survivor können sie ja nicht haben, der muss ja nicht mal gemappt sein zu dem Zeitpunkt, der muss ja nicht mal vorhanden sein. So, und wie kann so eine Referenz überhaupt entstehen? Wer kann so eine Referenz machen? Wenn ich Objekte neu anlege, lege ich die ja immer hier an. Also die erste Frage ist, wie kommen die Objekte überhaupt darüber? Weil man zählt einfach mit, wie oft ein Objekt schon im Flip war. Und wenn das, sagen wir mal, 20 Mal hin und her kopiert wird, dann sagt der Scavenge, jetzt ist mir es aber zu blöd, nächstes Mal kopiere ich es dann über statt dort rum. Und dann wird ein Objekt old. Sprich, der Baker macht Folgendes, er hält in jedem Objekt oben zusätzlich zu diesem Forward-Ding, hält er sich hier noch einen Copy-Count. Und dann beim Rumkopieren sagt er, wenn der Copy-Count zu hoch wird, dann kopiere ich es jetzt das nächste Mal nicht in Survivor, sondern dann kopiere ich es beim Scavenge rüber in den Old Space. Der Old Space hat auch einen Allocation-Pointer, der vielleicht hier irgendwo da liegt. Der Old Space, der Old Allocation-Pointer. Und dann wandert es hierher. Alles andere macht er gleich. Alles andere macht er genau gleich. Das heißt auch die Referenzen, die Pointer aktualisieren. Nur, dass es eben nicht in den Survivor wandert, sondern in den Old Space.
Und zu diesem Zeitpunkt tue ich das einfach mit ins Orakel rein, als Beispiel. Das ist die eine Situation. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen 93er angelegt habe, dann sage ich dem dann sagt das Orakel einfach, das heißt, das Orakel wird aktualisiert. Der Scavenge, wenn der ein Objekt alt macht, tut das hier hinten einfach mal rein. Er könnte natürlich tatsächlich geschwind gucken, ob da was drin ist und könnte sich das sparen, aber er kann auch sagen, ich tue es einfach mal auf Teufel komm raus, unconditional da rein. Mit dem nächsten Scavenge wird es ja da wieder rausgeputzt, wenn sich dann als falscher Alarm rausstellt. So, also das heißt so, und so kommt es auch zustande, dass da mehr drin sind, als eigentlich sein sollten, weil ich nämlich zu dem Zeitpunkt mir spare, im Scavenger noch reinzugucken, ob das auch tatsächlich da eine Referenz hat. Ja, das könnte man noch machen. Aber die zweite Situation ist folgende, und das ist unser berühmter Set, deswegen hat er wieder ein Ausrufezeichen, also unsere Setter, die Instanzvariablen Setter, die können auch solche Referenzen erzeugen. Angenommen, ich habe ein altes Objekt allokiert irgendwann einmal und ich sage jetzt über einen Setter in Java oder in Smalltalk oder über einen Setcar oder Setcutter in Scheme, sage ich jetzt, da ändere ich jetzt den Pointer auf ein neues Objekt. Und wenn das Ziel von diesem Set im Old Space liegt und das Objekt, das ich da reinspeichere, im New Space liegt, dann kriege ich auch so eine Situation hin, dass ich hier einen Pointer habe. Na, also ein Beispiel, ich mache, das ist ja jetzt bestimmt schon ein altes Objekt, weil der hat jetzt schon mal ein paar Mal scavenged, also dieser ganze Array, und ich sage jetzt self an der Stelle 1, was bisher nil ist, da tue ich jetzt mal put wieder einen anderen Array, Array new mit 10 Elementen. Also dieses Objekt, das ich hier an der Hand habe, das war der Array, der ist jetzt ein paar Mal hin und her kopiert worden und dann jetzt, weil ich den Inspektor schon lange offen habe, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann sogar sagen, Object Memory is in New Space Self. Glaube ich, nee. Es gibt da ein Query, also wir können das jetzt rauskriegen. Object Memory, Moment, da gibt es irgendwo ein Query, nur zur Vollständigkeit. Age, Space, müsste glaube ich was geben. Space of, okay. Space of Self. Und ich weiß jetzt nicht, ja, das ist schon im Old Space. Also das ist jetzt bei mir ist das Old Space 0 und 1 und 2 und 3 und 4 sind Old Space Nummern. Das heißt, das ist jetzt im Old Space gelandet, der Array. Und jetzt sage ich diesem Array an der Stelle 1, soll er bitte schön eine Referenz, also hier, wo bisher die Nil drin steht, soll er bitte schön einen neuen Array anlegen. Array New, sorry. Na. Array New mit 10 Elementen und sagt Do it. Und wenn ich jetzt hier wieder reingucke, dann sieht man hier an der Stelle 1 habe ich jetzt ein Array drin. Und jetzt gucken wir nochmal im Object Memory Space of Self at 1. Und das müsste wahrscheinlich jetzt eine 2, das ist auch schon, ne 2, ich glaube schon, ich glaube ein anderer. Also auf jeden Fall ist es immer ein anderer Space, spielt keine Rolle. Also man sieht jetzt hier, dass ein Setter auch so eine Referenz erzeugen kann, weil ich kann ja ein neues Objekt erzeugen und es irgendwo per Setter einem Old Objekt geben. Und sagen, du speicher das mal in dir ab. Setcar, Setcutter, in Java ein Setter. Das heißt, unser Setter muss so umgeschrieben werden, der Setter-Code, dass der guckt, ob das Ziel, wo er den Pointer reinspeichert, im Old Space liegt und die Quelle der Pointer, wo er hinzeigt, im New Space. Und dann muss er es auch ins Orakel reintun. So, das ist mir Orakel, ist ein tolles Bild. Das Orakel nennen wir jetzt anders. Das Orakel heißt Remembered Set. Remembered Set. Das ist die Menge der Objekte, die habe ich mir gemerkt, dass die mögliche Kandidaten sind für solche Referenzen. So, das heißt, und noch was anderes, dass die Operation, die das Set durchführen muss, das nennt man eine Write-Barriere, Schreibbarriere, weil da schreibt man Pointer und da muss ich prüfen, da muss ich was testen. Ja, also eine Write-Barriere. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Begriffe für heute. Nee, einen habe ich noch vergessen. Dieses Umkopieren bei N-Flips, wenn dann der Scavenge sagt, jetzt ist mir zu blöd mit dem Objekt, jetzt ist 15 Mal pingpongmäßig hin und her gewandert, jetzt kopiere ich das nicht mehr hin und her. Wenn es dann altert, das nennt man Tenur. Falls es in der Literatur Tenur. Tenur heißt, glaube ich, auch altern, wenn man googelt. Ich weiß nicht, denkt.
So, also nochmal zusammenfassend. Wir collecten unseren Newspace mit einem Baker und dieser Baker zählt mit, wie oft ein Objekt schon hin und her kopiert wurde. Wenn es initial allokiert wird, kriegt es einen Count von 0 und mit jedem Flip wird der Count erhöht. Und wenn der Count oberhalb einer bestimmten Grenze kommt, dann wird es gealtert, das nennt man Tenur, dann wird das Objekt tenurt, dann landet es beim nächsten Flip oder dann landet es bei diesem Flip in den Old Space, die Pointer-Updaterei wie vorher, und es kommt ins Remembered Set. Außerdem kommt in unsere Set-Primitive, in unser Setter oder in alle Setter, falls man mehrere solche Dinge hat, also sprich überall, wo man jetzt Instanzvariablen von Objekten verändern kann, da muss eine Write-Barriere rein. Am besten, man schreibt sich in C-Makro und sorgt dafür, dass man nie wieder irgendwie von Hand drauf zugreift, sondern nur noch über ein Store-Makro oder sowas. Da kommt dann die Write-Barriere rein. Die Write-Barriere guckt, ist der Pointer vom Target im Old Space. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder er macht einfach einen Adressvergleich. Wenn ich das mit MMAP zum Beispiel an fixe Adressen mappen kann, dann kann ich sagen, alles oberhalb von 2 GB ist Old Space, alles drunter ist New Space, da brauche ich bloß einen Pointer-Vergleich machen. Da brauche ich nicht mal Memory fetchen, das geht dann relativ schnell, weil das ja im Register schon ist. Die Adresse habe ich eher in der Hand, wenn ich was mit dem Ding mache, weil ich da reingreife. Ich habe ja die Destination und das Source habe ich in der Hand. Dann könnte ich das mit einem Memory-Vergleich, mit einem Pointer-Vergleich machen, das kostet fast 0 Zyklen. Was man auch machen kann, man kann im Header auch sagen, eine Space-ID, so habe ich es jetzt mal gemacht, aus anderen Gründen, weil ich nicht immer fix weiß, an welchen Adressen ich das hinmappen kann. Das heißt, da ist eine kleine ID drin und dann vergleicht man, ist das eine die Old Space ID und das andere eine New Space ID und dann tut man es auch in das Remembered Set. So, das Remembered Set wird also immer aktuell gehalten, hält aber eventuell zu viele, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal einen Setter mache, also jetzt wäre zum Beispiel das Objekt im Remembered Set hier drin, aber jetzt könnte ich ja wieder auf die Idee kommen, hinterher zu sagen, self add 1 put nil oder ein anderes Objekt. Das natürlich nicht. Moment. Oder ein String kann ich auch mal reintun, was anderes, Hello World. Das wäre jetzt ein anderes Newspace-Objekt, weil wenn ich jetzt hier einen neuen String anlege, wird der auch im Newspace allokiert, kommt da rein. Der ist zwar schon im Remembered Set, ja doch, da bleibt er im Remembered Set. Aber auf jeden Fall, jetzt machen wir wieder self add 1 put nil. So, jetzt ist er immer noch im Remembered Set, do it. So, aber jetzt hat er keine Referenzen mehr. Das heißt, beim nächsten Scavenge wird er feststellen, dass das Ding eigentlich zwar im Remembered Set ist, aber gar keine Referenzen mehr hat. Da fliegt es wieder raus. Und der nächste Set wird es wieder reintun. Da gibt es hier auch ein schönes Programm. Smalltalk ist so klasse. Speicher, da sieht man hier, was gerade abgeht in Memory. Also hier sieht man, weiß ist der Old Space. Das gibt es aber in Java übrigens auch inzwischen. Also die neuen Dinge, da sieht man auch so diese Sägezahn-Dinger. Der orange Bereich da oben ist der Newspace gerade, wie der allokiert wird. Das heißt jetzt, obwohl er fast gar nichts tut, aber das liegt daran, weil da ein paar Background-Threads laufen, die irgendwie gucken, ob Files sich verändert haben oder natürlich der Monitor selber auch Memory allokiert und wieder freigibt. Und das wird alles in dem Eden allokiert. Der Eden ist der orange Bereich. Und hier sieht man, wie groß er gerade ist. 8,6 Megabyte gerade im Moment. Und jetzt tun wir mal ein bisschen was produzieren. Hier Garbage, die Events produzieren schon Garbage. Jetzt sieht man, es geht schneller. Und da war jetzt gerade ein Flip. Jetzt hat er alles runterkopiert und das war was übrig blieb. Das heißt, jetzt hat er gerade rumkopiert auf der andere. Jetzt ist er wieder unten und jetzt geht es wieder gerade so weiter. So, der weiße Bereich ist der Old Space und dann habe ich da unten noch einen grünen, das ist quasi der Bodensatz, der noch nicht allokiert ist, beziehungsweise die Freeliste, die da drin ist, das ist der grüne Bereich. Und was interessant ist, hier sieht man, wie viel Remembered. REM heißt, wie groß mein Remembered Set gerade ist, 151, 153 jetzt gerade. Also wenn ich da was tue, tut sich da was, ich kann mal ein neues Fenster aufmachen. Ja, 150, naja, der hat jetzt auch gerade wieder einen Flip gehabt. Machen wir da mal ein bisschen Aktivität. Na, da tut sich gar nicht so arg viel. Vielleicht, wenn ich da resize. Ah, jetzt geht es hoch, 193, 194, wird wahrscheinlich viel Garbage produziert. Geht auch schneller hoch. 198, jetzt kommt gleich wieder Flip. Jetzt hat er wieder ein paar rausgeschmissen. Also da tut sich dann ständig was. Das ist dieses REM. Dann habe ich hier noch das T. Das ist meine aktuelle Tenur-Age, 29 Mal kopiert das um, bevor er es old macht. Und zwar ist das ein adaptiver Tenur, der sagt,
wenn ich nach so einem Flip hier viel Platz habe, dann kann ich mir es leisten, sie länger hin und her zu kopieren. Und wenn ich nach so einem Flip hier wenig Platz habe, dann muss ich sie schneller loswerden, weil offensichtlich wird da gerade was allokiert, große Datenmenge. Also stellen Sie sich vor, das Programm fährt hoch, allokiert erstmal eine große Datenmenge, die nachher lange lebt. Dann ist nach dem Flip hier alles voll. Dann sagt sich der Scavenger, ach, da mache ich jetzt mal ganz schnell my Tenure Age ganz runter, dass das nach zweimal oder vielleicht sogar nach einmal schon nach dem nächsten Flip schon wieder rausfliegt und dann darüber wandert. Wenn er aber so wie jetzt gerade eigentlich sich nichts passiert im System, dann sagt er, ich tue mir das mal, kann es auch mir leisten, 30 Mal hin und her zu kopieren, weil es sind eh bloß immer ein paar. Und damit kann ich zum Beispiel die Maximalzeit, das ist jetzt übrigens interessant, was jetzt Realtime angeht, das ist ja für euch Grafiker auch immer interessant, was ist die Worst Case von diesem Garbage Collector? Der Worst Case ist, dass da drin alles lebt und dass alles umkopiert wird. Also aus zwei Gründen ist das der Worst Case. Das eine ist natürlich, dass er gleich wieder kopieren muss, weil hier nicht viel freigeräumt wird. Ja, das wird ja nachher der nächste Eden nach dem Flip. Das heißt, er hat hier unten wieder bloß einen kleinen Bodensatz und dann kommt gleich wieder der nächste Flip. Das heißt, er muss schon dafür sorgen, dass das Ding möglichst schnell dann irgendwann einmal ausgeräumt wird. Ja. Andererseits kann man aber auch sagen, ich kann meine maximale Zeit, die ich im Garbage Collect hier verbringe, beim Scavenge, also beim kleinen Flip, ist der Worst Case, dass alles lebt. Das heißt, die Größe des Eden bestimmt meine maximale Wartezeit. Und nachdem wir vorher gesehen haben, dass es ungefähr mit Memory Speed abgeht, mit B-Copy Speed oder mit Mem-Copy Speed, kann man sagen, ungefähr rau die Memory-Geschwindigkeit des Systems in Relation zu der Größe hier bestimmt, was die maximale Wartezeit hier ungefähr ist. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich habe hier ein 400 Kilobyte oder sowas und ich habe ordentliches Memory, dann kann man sagen, das geht in unter einer Zehntelsekunde oder unter einer Hundertstelsekunde sogar im Worst Case. Und wenn er dafür sorgt, dass die Dinger dann auch irgendwann mal hier rauskommen, sodass er nicht immer, dass er nicht immer bloß einen kleinen Minimalding freiräumt, sondern dass die nachher auch altern, was sie ja tun durch das Tenor, kann man sagen, die Wartezeit hier drin kann man so gering halten, dass die der User nicht merkt, selbst bei Realtime-Geschichten, dass die also unter 50 Millisekunden oder unter 30 Millisekunden oder sowas bleibt im Allgemeinen. Was man machen kann, übrigens interessanterweise, man kann den Eden so groß machen, wie man will. Wichtig ist nur, was überlebt, nicht wie viel Garbage da drin steht. Das heißt, man kann dem Eden 16 Megabyte geben und sagen, ich weiß, dass mein Programm zwar viel Schrott braucht, zum Beispiel beim Video generieren für ein Frame, da allokiert es richtig viel Schrott und temporär Daten, aber wenn das Frame fertig ist und das Ding ist rausgeschrieben oder das ist generiert, fürs nächste Frame, der Bodensatz, der, wenn ich da ein Scavenge mache, sind bloß 2 Kilobyte, weil mehr überlebt nicht, dann ist der Realtime-fähig für diese Anwendung, weil dann dauert das gerade mal eine tausendstel Sekunde, weil er ja bloß die paar Bytes rüber kopieren muss, ne? Also ein großer Eden und wenig Überlebende, viel Garbage, ist die beste Situation für den hier. Ich erinnere mich noch ganz an die ersten Vorlesung, habe ich mal gesagt, Garbage ist nicht notwendigerweise schlecht. Es gibt Garbage Collection Algorithmen, die lieben Garbage. We love to fly, we love Garbage. So, wohingegen der Margin Sweep und der Reference Count, die mögen Garbage nicht so sehr. In dieser Hinsicht, muss man sagen. Ja. Das fördert aber auch wieder eine andere Art zu programmieren. Das heißt, da kann man dann sich leisten, geschwind mal ein Array oder ein Pointer oder sonst irgendwas zu allokieren, bloß als Argumentübergabe, wenn man so einen Garbage Collector hat. Da programmiert man anders. Ja? Also das ist halt deswegen ganz gefährlich, wenn man dann sich einen Programmierstil oder wenn man irgendwelche Hinweise oder tolle Tipps kriegt, die eigentlich auf einen spezifischen Algorithmus hin einem Tipps geben, weil die natürlich sich möglicherweise in 2 Jahren dann schon als eher kontraproduktiv sogar rausstellen und dann geht man wieder bei seinem Programm und muss den Mist dann wieder rausmachen, der einem einmal erzählt wurde. Ja, also sprich diese Objektpooling-Geschichten. Weil Objektpools, was machen die nämlich hier jetzt auch? Die halten hier drin Objekte, die eigentlich gar nicht erst da reinwandern würde, wenn man sie sich nicht referenziert hätte. Ja, also wenn ich jetzt hier geschwind mal sage, ich erzeuge geschwind einen neuen View, und als Beispiel, ich sage View, New, Realize, Destroy, Destrox. Also View, New kriege ich ein neues Fenster, mit Realize geht es auf, machen wir mal, da kommt es, und mit Destroy geht es wieder weg.
So, jetzt hätte ich für ein Pop-up zum Beispiel, kann ich sagen, okay, ich zeige, das geht so schnell. Das zeigt, sieht man gar nicht, wahrscheinlich wird es gar nicht mal, ja, machen wir anders. V ist U new, V realize, delay, wait for seconds 5 und V destroy und dann brauchen wir noch eine Variable V. So. So, jetzt habe ich gespielt den View erzeugt, der müsste sich eigentlich zerstören nach 5, ja, hat er. Das heißt, der ist jetzt eigentlich die ganze Zeit im Newspace wahrscheinlich gewesen und die ganzen Datenstrukturen und alles, was dazugehört. Wenn ich da jetzt einen Pool gemacht hätte, so einen View-Pool, weil es ja so teuer ist, Objekte zu allokieren, dann wäre das Zeug alles hier drin und es wäre eben kein Garbage. Dann muss ich mich nämlich darum kümmern, wie ich das da wieder rauskriege. Ja? Und alles, was da drin ist, ist billig. Alles, was ich da allokiere und gleich wieder vergesse oder relativ schnell wieder vergesse, also sprich innerhalb der nächsten 30 Flip-Generationen, wobei ein Flip hier jetzt alle paar Minuten passiert, aber wenn ich ordentlich was tue im System, sieht man ja diese Peaks da zum Beispiel, habe ich was gemacht, da kommt es dann schon alle Sekunde mal vor, dass da ein Flip passiert. Die sind billig, wenn das Zeug, was da drin ist. So, jetzt nochmal, kommen wir nochmal zum Old Space. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich den sauber mache. Man könnte natürlich jetzt sagen, ach, wie lange dauert denn das jetzt, wieder, bis der Old Space auch wächst? Der wächst natürlich auch, wenn ich dann da drüben Tenur mache. Es kommt darauf an. Also, es kommt wirklich darauf an, zum Beispiel für so eine Serveranwendung wie ein Webservice, Beispiel Apache. Der kriegt einen Request rein, produziert irgendwelches HTML, schiebt es raus. Nach dem Request ist wahrscheinlich, außer irgendwelcher Session-Informationen oder sonst irgendwelche Geschichten, die er sich vielleicht über Cookies oder sonst was merkt, ist eigentlich nur Bodensatz da. Für den ist das optimal. Dem kann man einen relativ großen Eden geben und kann sagen, okay, für einen Request darfst du da gerne XML und HTML und sonst was aufbauen, ist überhaupt kein Problem. Und du darfst auch komplex da drin rummachen und Zeugs tun. Und wenn das dann rausgeschoben ist, dann mache ich einen Scavenge geschwind, weil ich weiß, dass das alles bloß Garbage ist, weiß ich aber, dass der Scavenge sehr schnell geht, den kann ich sogar explizit machen. Ich könnte zum Beispiel am Ende von jedem Request gleich einen Scavenge aufrufen. Also in Smalltalk gibt es in allen Systemen gibt's eine Methode. Hier kann man sagen Object Memory und da kann ich sagen Scavenge. Wenn wir gleich sehen, dass es dann tut, dann muss man ein bisschen Garbage produzieren. Wenn ich jetzt hier sage Do it, zack, da, jetzt hat er es gemacht. Das heißt, ich kann das auch explizit anstoßen von meinem Programm aus und wenn ich das jetzt in einem Programm mache, was in der Schleife läuft, also sowas wie eventgetriebene Steuerungen oder Visualisierungen, die an Frames gebunden sind, oder Webservices, die Requests reinkriegen, wieder rausschieben. Irgendwie immer sowas, wo ich so Abschnitte kriege, wo ich viel brauche, Memory, und hinterher dann nichts mehr überlebt in den nächsten Zyklus rüber. Da kann ich sagen, ich allokiere einen großen Eden-Bereich oder ich biete einen großen Eden-Bereich an, weil ich ja weiß, dass im Allgemeinen nur ein kleiner Satz überlebt und dass mein Scavenge sehr günstig ist. Da kann man sowas machen. Und nochmal zurück, nochmal wiederholen, das Allokieren von Memory im Eden ist ja super, super billig, ist nur ein Pointer weiterschieben. Viel billiger als Malloc. Sprich, dieser Algorithmus ist um Klassen schneller als Malloc-free für Garbage. Ja? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist so schnell wie Stackallokierung. Es gibt sogar Systeme, die Stackframes, das kommt jetzt mit den Continuations wieder zurück, die Stackframes kann man auch da drauf allokieren in unserem Continuation-Parsing-System, weil da hätte man nämlich einen Automatismus drin. Die Stackframes, die man sowieso nicht mehr braucht, die macht der Garbage Collector weg, da sind keine Referenzen mehr drauf und die man noch braucht, die würden automatisch dann irgendwie weiter erhalten bleiben. Das heißt, man könnte in so einem System, wenn man schnell einen Garbage Collector hat, mit so einem Ding, kann man sagen, ich kann meine Stackframes gleich auf dem Heap anlegen. Ja, und das ist genauso schnell wie Stack Allocation. Also Pointer weiterzählt. Plus eben den Scavenge, aber wie gesagt, der Scavenge kostet fast nichts, wenn nichts überlebt. Und das Verhältnis von, also natürlich kostet es immer noch ein bisschen was, weil er die Routes natürlich noch scannen muss und so weiter. Es ist nicht ganz super billig, aber ein paar tausend Instruktionen muss er trotzdem noch machen. Aber das Verhältnis, diese paar tausend Instruktionen, wird natürlich immer besser, je größer, je seltener der kommt. Also wenn der bloß alle halbe Stunde, weil er 32 Megabyte hier hat zur Verfügung zum Spielen, und dann muss er die 1000 Instruktionen machen, um aufzuräumen, dann ist er trotzdem noch schneller in der Summe als ein Malloc-Free.
Das war jetzt mal das. Jetzt kommen wir zum Old Space. Wie machen wir den Old Space sauber? Also wie gesagt, die erste Möglichkeit wäre natürlich, wenn ich viel virtuelle Memory habe, kann ich den Old Space mit einem Baker sauber machen. Könnte ich. Also das Problem ist jetzt, wie hier in dem System, ich habe ein 32-Bit-System, das ist jetzt zwar ein 64-Bit, aber angenommen, es wäre 32-Bit, und ich habe jetzt hier 3 GB Old Space, dann habe ich keine zweite Halbspace. Ich habe einfach nicht den Adressraum, um nochmal 3 GB für diese zweite Hälfte zu allokieren. Das ist arg schade, weil der Baker hat natürlich hier auch den Vorteil, dass er komprimiert. Jetzt würde ich aber Folgendes sagen, das ist ja naheliegend. Das ist ja wieder, wir haben ja jetzt das System, unser Topfsystem, der Baker ist ja quasi ein Topf in den anderen und hin und her. Und mit dem Generation Scavenge haben wir das erweitert auf zwei Töpfe. Wir haben einen Riesentopf und wir haben einen kleinen Topf. Das heißt, wir haben jetzt hier den New Space und den Old Space und da haben wir jetzt einen großen Topf. Und wie gesagt, wenn ich mir leisten kann, im Adressraum einen zweiten großen Topf, also bei 64-Bit-Systemen ist es kein Problem, dann kann ich darüber auch rüber kopieren. Ich könnte jetzt aber auch Folgendes machen, ich könnte auch meinen Old Space zum Beispiel trennen in kleinere Töpfe. Also zum Beispiel immer 128 MB oder 256 MB oder was immer, auf so einem Mobilgeweiß vielleicht immer 4 MB Klöpse, wie auch immer. Und könnte jetzt sagen, okay, ich mache jetzt hier, mein Old Space besteht aus mehreren Töpfen und ich brauche ja dann, um da einen Space sauber zu machen, brauche ich nur einen freien Topf. Weil um jetzt den zu bereinigen, kopiere ich alle da rein, dann habe ich den nachher sauber. Und um den zu bereinigen, kopiere ich alle da rein, dann habe ich den wieder sauber und so weiter. Das heißt, ich brauche dann, ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe 16 256 MB Töpfe und einen 256 MB als Baker Saubermachtopf. Dann könnte ich auch in 3 GB, wie bei Windows die Grenze jetzt ist, fast die ganzen 3 GB bis auf den letzten Halbtopf. Ich bräuchte halt bloß das hier nochmal doppelt. Aber, und das ist jetzt wichtig, wenn ich diesen so einen Topf bereinigen will, müsste ich jetzt, weil es ja Old Space ist und ich habe nur das Remember-Set von alten nach jungen, müsste ich jetzt eigentlich alle anderen Töpfe durchscannen, um den einen Topf sauber zu machen. Wenn ich das will, weil das sowieso bloß einmal an Weihnachten vorkommt oder an Neujahr, weil das System läuft so lange und es kommt ganz selten vor, dann kann ich mir das auch leisten, dann kann ich sagen, okay, was weiß ich, immer um Mitternacht weiß ich, dass da kaum Webzugriffe kommen. Ist heute vielleicht nicht mehr so, weil die ganze Welt greift irgendwie darauf zu, aber es gibt auch Applikationen, die sind nachts dann irgendwie, da passiert nicht viel. Ne? Da kann ich sagen, okay, in der Nacht mache ich das und ich scanne dann da durch und mache da Topf für Topf sauber. Und ich erlaube mir, dass da vielleicht das System mal eine Sekunde blockiert so lange und nicht responsive ist. Alternative, wenn ich das nicht will, und das will man normalerweise nicht wirklich, aber wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, es gibt Anwendungen, wo das durchaus akzeptabel ist. Wenn ich das nicht will, dann muss ich im Prinzip diese Dinge hier behandeln, so ähnlich wie diese Geschichten. Das heißt, ich brauche hier ein Remembered-Set für jeden einzelnen Minitopf. Das heißt, ich hätte hier ein Remembered-Set von anderen Objekten, die hier rein zeigen. Also für jeden Teilbereich ein Orakel. Und meine Write-Barriere muss ein bisschen intelligenter dann sein. Also da geht es dann wahrscheinlich nicht mit einem Adressvergleich. Vielleicht kann ich die Töpfe dann natürlich auch adressmäßig so hinmappen. Wenn sie allein sind, dann kann ich sogar trickreich so hinkriegen, dass die irgendwie immer auf 256 Megabyte Grenzen liegen. Und dann kann ich aus einem Pointer sofort wissen, in welchem Space das ist. Und dann kann meine Write-Barriere eigentlich ganz schnell auch da diese Remembered-Sets mitgestalten. Und wenn ich jetzt einen solchen Topf bereinigen will, also zum Beispiel den hier da rein, dann betrachte ich natürlich die Roots und diese Remembered-Set-Geschichten für diesen Topf. Und dann hätte ich ja den wieder frei hinterher, weil alle Referenzen sind dann aktualisiert, zeigen dann da rein. Dann kann ich den wieder verwenden als Freitopf, um den zu bereinigen. Und wenn jeder von denen, sagen wir mal, 128 Megabyte groß ist oder sowas, dann geht es in einer Drittelsekunde oder sowas, oder ja, Viertelsekunde, je nachdem, wie schnell es Memory ist. Man kann sie auch kleiner machen und kann damit quasi die obere Grenze, die so ein Topfbereinigung kostet, freischaufeln. Das ist jetzt ungefähr Standardtechnik, das ist jetzt aber Java ungefähr Standardtechnik. Bei Smalltalk auch und vielleicht bei manchen Ruby und Pythons nicht unbedingt, aber das ist eigentlich so eine Standardtechnik. Das skaliert
Also speziell, wenn ich jetzt hier einzelne Töpfe habe, das skaliert dann auch für relativ große Bereiche, weil ich kann ja immer so kleinere Teilbereiche unabhängig von den anderen bereinigen. So, jetzt wieder großer Bruch. Das wären jetzt so mal grob die drei Hauptrichtungen. Das eine wäre Mark and Sweep, das zweite Reference County und das dritte nennt man klassifiziert die kopierenden Garbage Collectoren, weil die alle kopieren, die kopieren um. Und die haben gleichzeitig das Fragmentierungsproblem natürlich gelöst. Das ist auch toll. Jeder von diesen Spaces ist hinterher kompakt. Das heißt, ich habe nicht das Problem, dass ich 30.000 kleine Fitzelchen da drin habe und ich brauche jetzt ein Fitzelchen beim Allokieren, das größer ist. Und ich finde es nicht, sondern nach jedem Scavenge ist der kompakt. Und wenn ich die Dinger einzeln, kann ich sie auch kompaktifizieren. Ich könnte sogar hier noch einen Algorithmus machen, der mir zwei halbvolle wieder in einen weiteren reinschaufelt und sowas und den dann komplett wieder freigeben. Sowas. Das sind also beliebige Möglichkeiten, da kann man sich austoben. Und das machen auch moderne Garbage-Kollektoren im Allgemeinen. Weil die Problematik ist natürlich die, man weiß nie, wenn ich jetzt so eine Programmiersprache wie Smalltalk oder Java anbiete, man weiß nicht, was die Leute nachher damit machen. Und je nachdem, was sie tun, habe ich unterschiedliche Anforderungen an den Garbage Collector. Das gibt ja auch bei Java verschiedene für interaktive Anwendungen und für Serveranwendungen. Die Serveranwendung wird wahrscheinlich solche Geschichten machen mit großen Edens, weil sie weiß, dass sie solche zyklischen Geschichten macht. Bei den meisten Garbage Collectoren kann man auch an Schrauben drehen. Also man kann zum Beispiel den Eden auch dynamisch während der Laufzeit verändern, größer. Ich kann hier sagen, New Space Size soll sein. Jetzt ist sie ja gerade 8 Megabyte, glaube ich. Object Memory New Space Size, glaube ich. 16. Und da kann ich jetzt mal sagen, ich möchte mal mit 400 Kilobyte nur arbeiten. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Und jetzt wird man sehen, dass er hier bei 400 Kilobyte immer gleich Schluss macht. Das heißt, der macht jetzt natürlich häufiger. Hier unten ist ein Zähler. Moment, da hat es da. 7583, das ist der Scavenge Count. So viele Flips macht er im New Space. Jetzt tut sich gerade wieder nichts, aber wenn ich da jetzt ordentlich Events produziere und ein bisschen was tue, dann geht da was ab und jetzt ist wieder Ruhe im Karton. So, und wenn ich den wieder hochsetze, jetzt kann ich mal wieder auf 4 Megabyte gehen, dann passiert das natürlich seltener. Jetzt kann ich da mehr tun, da sieht man auch, da geht es höher. Und wenn ich wieder auf 16, ich kann auch auf 40 Megabyte gehen, das spielt gar keine Rolle. Und jetzt, wenn ich jetzt auf richtig groß gehe, hat man natürlich einen großen Vorteil. Also ich kann jetzt zum Beispiel solche Arrays hier wahrscheinlich locker allokieren, weil man hat ein Problem bei diesen Eden, und zwar, das muss ich vielleicht noch ansprechen, ja, das habe ich vergessen. Was passiert, wenn ich große Objekte allokiere? Große Objekte, die zum Beispiel, sagen wir mal, größer sind als die Hälfte vom Eden oder sogar noch größer als der gesamte Eden, dann habe ich natürlich keine andere Chance, als die sofort im Old Space zu allokieren, weil da passen sie ja nicht rein. Oder ich resize den Eden as required oder sowas. Also da muss man sich dann überlegen, wie man damit umgeht. Und das Zweite, was man sich auch noch überlegen muss, bei großen Objekten, wenn ich große Arrays habe, die zum Beispiel 1 Million Elemente haben oder sowas, und die liegen hier drin im Old Space und haben jetzt Referenzen auf dem New Space, liegt das natürlich hier im Remembered Set. Aber dann muss der Scavenge dann, wenn er das Orakel fragt und die Routes durchgehen, musste der jetzt hier 1 Million Objekt-Pointer scannen. Das heißt, es macht manchmal auch noch Sinn, hier im Remembered Set zu sagen, das Objekt, aber ein bestimmter Bereich nur davon, damit ich nicht das gesamte Objekt scannen muss. Also wenn ich zum Beispiel weiß, in dem Array, der Array ist nur halb voll, weil es zum Beispiel so ein Array-List oder so ein Stream-Buffer ist oder sowas, ne, wo man reinschreibt und man weiß, dass man bloß einen Teil davon belegt hat. Und das wäre doch sinnvoller, wenn ich das als Programmierer nicht wissen müsste, sondern wenn es die Write-Barriere mitverfolgt, weil wenn man eine spezielle Write-Barriere hat für Indexed, für Array-Stores, dann könnte der das Remembered-Set besser gestalten und noch fein granularer die Information halten, wo in dem Objekt mögliche Referenzen sind, damit nicht immer das gesamte Objekt gescannt werden muss. Auch das machen dann moderne Garbage-Kollektoren, damit sie nämlich den schlimmen Fall vermeiden, dass ich beim Scavenge immer hier große Objekte, also angenommen, das wäre jetzt 10 Millionen, ein Array mit 10 Millionen Slots und da sind ein paar Referenzen auf Newspace-Objekte und ich muss immer die 10 Millionen Slots durchscannen. Ne? Also sprich, zudem gibt es übrigens noch eine Variante, das spreche ich vielleicht auch an der Stelle an. Statt einem Remembered Set kann man sich auch merken, das hat auch der Herr Unger, glaube ich, erfunden. Da bin ich mir nicht sicher, aber vielleicht. Dass man sagt, man tut das ganze Memory im Prinzip in Kacheln einteilen.
zum Beispiel immer 64 Bytes oder wegen mir auch größer, 128 Byte, was 16 Pointer sind heutzutage, also insofern. Und die Write-Barriere macht nichts anderes als bei der Target, bei der Zieladresse, die Bits abknipsen, die Adresse nach rechts schieben und ein korrespondierendes Bit pro Kachel setzen. Das heißt, ich habe hier eine Bitleiste. Und wenn ich da 64 Bits habe, dann kann ich für 64 Kacheln pro Langwort, also ein Bit pro Kachel, ein Bit pro 128 Bytes mir merken. Und die Write-Barriere macht jetzt Folgendes. Ich mache einen Write an die Adresse X. Dann nimmt sie die oberen Bits, das heißt, sie schiebt es um 7 Bits nach rechts, die Adresse, hat die 128er, dann habe ich die Kachelnummer. Und dann setzt sie das zugehörige Bit für die Kachelnummer. Mehr nicht. Das ist eine Bitmap von Modified Kacheln, wenn ich so will, oder von Written Kacheln. Und sie kann natürlich noch sicher noch besser, also das wäre die dümmste, die wird einfach nur das Bit setzen, wenn immer ich in eine Kachel schreibe. Das zweite wäre, ich würde noch gucken, ob mein Pointer, den ich reinschreibe, ob der tatsächlich im Newspace ist. Und das dann nicht machen. Aber ich kann auch im Worst Case einfach nur alle geschriebenen Kacheln mir vermerken. Da könnte ich sogar die MMU dazu verwenden. Da gibt es nämlich auch so Bits. Nur leider nicht in dem feinen Granulat. Aber dann weiß ich auf jeden Fall, in welchen Kacheln geschrieben wurde. Ja? Und dann kann das Remember-Set aktualisiert werden mit dem nächsten Scavenger. Da braucht er nämlich nur die Kacheln angucken, die modifiziert wurden. Und dann die Objekte, die in den Kacheln liegen, ins Remember-Set reintun oder nicht. Die anderen, die schon drin sind, die sind okay. Und die noch nie drin waren, betrifft es auch nicht. Das heißt, er kann dann das Remember-Set aktualisieren anhand der Kacheln. Da wird die Write-Barriere ein bisschen einfacher, aber das erfordert Folgendes. Das erfordert, dass wenn ich nachher hier so eine Kachel habe und ich habe Objekte da drin liegen, die vielleicht über Kachelgrenzen weggehen und ich nehme an, diese Kachel hier wäre modifiziert, dass ich aus der Referenz, aus der Kachelnummer auf jeden Fall wieder zurückkomme und weiß, wo der Objektanfang ist. Weil ich ja hier nochmal gucken muss, ist das denn tatsächlich ein Pointer und wo liegt der, ist das nicht vielleicht ein String oder was immer. Das heißt, ich muss hier anhand aus einer Referenz in die Mitte eines Objekts rein rückscannen können und gucken, wo ist der Header, wo ist der Anfang. So haben die das bei Self gemacht. Da haben die da extra ein Magic Word drin, das nirgendwo anders vorkommt. Und wenn sie dann von der Kachel aus zum Objekt gehen, scannen sie rückwärts nach diesem Magic Pattern. Kaffee Baby oder irgend sowas kann man ja dann einmachen, irgend so ein Hex-Pattern. Und das sorgt man dann dafür, dass das sonst nirgendwo vorkommt. Da muss man aber dafür sorgen, dass Objekte, wo das vorkommen kann, also sprich Bitmaps oder Byte-Arrays, dass die halt in einem anderen Kachelbereich liegen. Also dass man Objekte mit Pointern separiert von Objekten mit Nicht-Pointer-Daten. Aber also da gibt es alle möglichen Varianten, ich will jetzt hier gar nicht auf die Details eingehen und müssen es alle im Einzelnen wissen, aber nur, dass man das weiß, dass es solche Systeme auch noch gibt. Und wenn wir jetzt hier auf größere Kacheln gehen, könnte man sogar die MMU-Bits, da gibt es nämlich so Modified-Bits und Page, auf die man zum Teil in manchen Systemen als User-Programm auch zugreifen kann. Also nicht bei allen, aber ja. Ist natürlich auch immer die Frage, was kostet das nachher? Also man könnte zum Beispiel sagen, ich protecte die Pages mit mProtect und fange die Violation ab, setze dann da das Bit und lasse es weiterlaufen mit der Page enabled. Aber da ist der Overhead ist dann wahrscheinlich zu groß, vermutlich. Also, ja. Eine andere Geschichte für große Objekte, die dann gleich hier allokiert werden, die Frage ist natürlich auch noch, muss, und das ist der Grund, warum ich keinen Adressvergleich mache, sondern warum ich in Header reingucke, was die Write-Barriere ein bisschen teurer macht, gebe ich zu. Aber wenn jetzt ein großes Objekt kommt, das zum Beispiel gleich, was weiß ich, 64 Kilobyte ist oder sowas, also sagen wir mal 16 Pages vom System bei 4K-Pages, dann allokiere ich die nicht hier so, sondern map mir einfach nochmal 16 Pages hin irgendwo. Und die gebe ich als solches wieder frei, wenn die mal später, wenn der Market Sweep drüber geht. Das heißt, der Old Space ist bei mir gar nicht unbedingt notwendigerweise am Stück. Deswegen habe ich die Space-Nummer im Header drin. Aber also speziell für diese Large-Objekte, weil wenn ich jetzt hier eine Bitmap reinlade oder ein Image mit irgendeinem JPEG oder sowas, was da schon mal nach dem Expandieren ein halbes Megabyte groß ist, und das nach einer Sekunde wieder weggeht, will ich nicht, dass die alle hier drin landen und ich muss die da referenzieren, sondern die habe ich dann außerhalb und habe dann quasi nochmal so etwas wie ein Remember-Set für diese Large-Objekte, für so Blobs, die da außerhalb liegen. Aber dazu brauche ich dann eben, kann ich da nicht einen Adressvergleich machen, weil sonst müsste ich die alle scannen.
zur Tabelle halten, wo welche liegen, und das will man natürlich auch nicht wissen. Und da greife ich dann lieber auf das Objekt zu, in den Header rein und gucke da, was es ist. Mache ich nicht immer, zuerst gucke ich, ob es in dem Bereich liegt, und dann gucke ich erst, ob es, falls es da nicht drin liegt, gucke ich noch in den Header rein, um den Read zu vermeiden. So, das ist das Grundprinzip. Jetzt machen wir Variationen. Es gibt, wie viel Uhr haben wir denn? Ja, bis halbe Stunde noch, Variations zu dem Thema. Das erste ist, wir können den kopierenden Garbage Collector kombinieren mit einem, der nicht moved. Weil das Moven, das Umkopieren, ist problematisch, wenn ich mit einer Sprache wie C oder C++ oder sowas zusammenarbeite. Diese Sprachen mögen das nicht, wenn ich ihnen die Objekte unter dem Hintern wegkopiere. Also ein schönes Beispiel ist, ich habe hier in Smalltalk, Smalltalk ist kein Problem, ich bin ja ein geschlossenes System, aber sowas wie Objective-C, wo ich eine Kombination zum Beispiel habe, da muss ich mir das überlegen, da kann ich das eigentlich nicht machen, weil ich könnte nämlich so eine Referenz dann in C halten. Ja? Ja, auch das genau. Ja, gut, man kann dann immer noch sagen, ich erlaube es nicht, dass Referenzen rausgegeben werden auf diese Objekte oder ich gebe bloß Handles raus. Und im Handle wird dann aktualisiert und der muss immer indirekt zugreifen. Aber es geht nicht immer. Das hängt davon ab, was das Ziel ist, von der Aufgabe, was die Sprache erfüllen soll. Da kann man auch nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Das ist immer eine Frage der Anforderungen. Aber also angenommen, ich möchte gerne einen Generation Scavenge haben, also mit Generationen, so wie hier, aber ich möchte die Objekte nicht umkopieren, sondern die Objekte müssen ihre Adresse behalten. Da gibt es einen Trick. Und das ist das, warum ich gesagt habe, das ist mit diesem Referenzcounting, das ist bloß eine Ausrede, weil es im Prinzip doch Möglichkeiten gibt, das zu kombinieren. Das will ich jetzt hier mal darstellen. Damit ist es auch öffentlich und kann immer patentiert werden. Prior Art. Also, angenommen, ich würde alle meine Objekte, und das nennt sich jetzt, das ist nicht von mir die Idee, muss ich dazu sagen, also die ist auch schon wieder steualt. Da gibt es eine Tretmühle, Threadmill Garbage Collector, das ist auch schon 20 Jahre alt. Angenommen, ich würde jedes, da muss ich allerdings ein bisschen Memory spendieren. Jetzt kommen wir mal auf eine ganz alte Datenstruktur, die längst vergessen ist, die ich liebe. Das ist eine doppelt verkettete Liste. Ja, da lacht ihr. Angenommen, ich würde meine Objekte alle so machen, dass die im Header eine doppelt verkettete Liste haben und dass die alle so verlinkt sind. Als Beispiel. Und jetzt mache ich aber eine Ringliste daraus. Das heißt, diese Liste ist am Schluss zu. Das heißt, der Letzte, der zeigt hier auf den Ersten und der hier zeigt hier auf den Ersten wieder darüber. Und dann habe ich einen Anker da rein, einen Anker A. Und das Tolle ist bei einer Ringliste ist Folgendes. Bei einer normalen Liste, wenn ich da irgendwo was einhängen will oder was rausnehmen will, muss ich immer von vorne durch, damit ich den Vorgänger da aktualisieren kann. Bei einer Ringliste, wenn ich den auskettlen will aus der Liste, muss ich bloß hier zurückgehen, den Pointer auf den nächsten setzen, hier vorgehen, den Pointer auf den vorigen setzen und schon ist das Ding draußen aus der Liste. Das heißt, mit vier Operationen sind es, glaube ich, also als Beispiel, also ich habe eine Referenz auf den und ich will den aus der Liste rausnehmen, dann gehe ich hier auf den Previous und setze den Next vom Previous auf meinen Previous, auf meinen Next, sorry, und dann gehe ich zum Next und setze dessen Previous auf meinen Previous. Also zwei Reads und zwei Writes sind effektiv vier Zugriffe. Und dann ist das Ding draußen aus der Kette. Und angenommen, ich würde jetzt, also sprich, es geht relativ schnell. Und ich muss nicht irgendwie alles durchscannen von vorne nach hinten oder so. Ich würde jetzt sagen, ich definiere mein New Space als den Ring der neuen Objekte. Nicht der Nibelungen, sondern der neuen Objekte. Das heißt, ich habe hier einen Ring von neuen Objekten. Das ist, das ist mein New Space. Und ich habe den Ring der Old Objekte, der ist viel größer. Und dann habe ich einen Anker, Old Anker da drauf. Und um jetzt ein Objekt zu... Es bleibt alles beim Alten, so wie wir es vorher hatten. Es gibt auch ein Remember-Set und so weiter. Das Einzige, was ich mache, ist, wenn ich jetzt ein Objekt in einen anderen Space habe, ich habe auch noch einen Survivor Space, der ist aber am Anfang leer. Das heißt, vielleicht muss ich mir überlegen, ob ich den Anker irgendwie so mache, dass ich da ein Dummy-Objekt mit reinhänge. Das macht den Code nachher einfacher. Aber brauche ich keine Nil-Prüfung. Ja? So muss ich sagen, ist der Anker Nil. Aber wenn ich da ein Dummy-Objekt habe, das am Anfang auf sich selber zeigt, und das ist mein Anker, der immer gleich bleibt,
dann kann ich da eine Restkette dranhängen, ohne dass ich eine Nilprüfung brauche beim Vorwärts-Rückwärts-Gehen, weil ich immer weiß, dass da was ist. Und ich brauche hier für meinen Rutanker, für das A brauche ich auch keine Nilprüfung. Aber das ist ein Detail. Aber auf jeden Fall, also ich hätte ein Survivor Space auch noch. Survivor Space. Und wenn ich jetzt meinen Scavenge mache, dann kettel ich die einfach, die ich erreiche vom New Space in den Survivor Space um. Und das wird dann nachher mein neuer New Space, mein neuer eben New Space. Interessanterweise ist so, alle, die übrig bleiben, die hängen auf der Freelist-Kette. Die ist automatisch, die bleiben nämlich auf einer Kette hängen. Und dann habe ich schon meine Freelist. Ja? Also angenommen, mein Scavenger holt alle, die er findet, die erreichbar sind, einfach aus der Kette raus und tut sie in die Old-Space-Kette oder in eine andere Survivor-Space-Kette. Dann ist das, was am Schluss übrig bleibt, die neue Freelist. Die Objekte bleiben, weil sie ja im Prinzip nur durch die Verkettung, in welchem Ring sie sind, die bestimmt quasi, in welchem Space sie sind. Aber das Objekt als solches, die Adresse bleibt immer gleich. Und wenn ich jetzt so eine Adresse an ein C-Programm rausgebe, dann gebe ich natürlich die Adresse von hier raus, da das C-Programm spielt dann da unten drin und weiß von nichts und dann kann das C-Programm damit machen, was es will, kann sich sogar die Referenz merken. Ich muss nur merken, dass das C-Programm die Adresse noch hat, dass mein Garbage Collector das nicht ganz wegmacht oder überschreibt. Aber ich kann es dem geben und ich kann collecten, so viel ich will, und das C-Programm kann trotzdem auf dem Ding rum operieren. Das wäre zum Beispiel eine Lösung, die man für so eine Objective-C-C-Kombination sich durchaus hätte überlegen können. Ja, das kann man machen. Man kann beim Malloc einfach 8 Bytes mehr allokieren, bei 32-Bit-Maschinen, und das dann irgendwo einketteln und dann hinterher da drauf. Ja, klar. Wäre mal interessant, aber man muss natürlich trotzdem noch hier drin die Pointer finden. Also das ist das Hauptproblem bei C. Dass man die Pointer nicht findet, dass da eine Struct drin ist, die vielleicht sogar eine Union sein kann. Also das blödeste Beispiel, eine Union, die entweder ein String ist oder, so wie bei uns, unsere Scheme-Objekte, eine Union, wo entweder Characters drin sind oder Pointer. So, jetzt wir kommen gleich nochmal auf einen Algorithmus, der damit versucht umzugehen, mit fragwürdigem Erfolg, aber immerhin. Ja, es geht halt einfach nicht, also Hochachtung vor dem, was sie schon können, aber es ist einfach nicht vollständig möglich. Das heißt, ich weiß da innen drinnen nicht, was sind Pointer, was sind keine Pointer, weil jetzt, wir haben ja extra dieses Tag-Feld vorne dran, dass wir wissen, das ist ein String oder das ist ein Cons. Wenn aber das C-Programm einfach eine Struct hat und dann eine Union drauf macht und dann irgendwo anders die Information her hat, was es gerade ist, dann habe ich als Garbage Collector von außen keine Möglichkeit. Und diese Runtime-Type-Information ist auch was relativ Neues. Damit könnte ich es rauskriegen, zum Teil. Zum Teil, ich bin mir nicht sicher, weil es gibt natürlich auch genug Programme, die dann da trotzdem noch Schindluder treiben und das alles übereinander mappen mit Casts. Der Cast ist ja schon ein Beispiel in C. Das heißt, das ist mein Hauptproblem, da drin die Pointer zu finden. Aber in der letzten Vorlesung, einer von den Studenten hat mal damit rumgespielt und es war ganz interessant, also es war gar nicht so schlecht, was dabei rauskam bei diesem Algorithmus. Und da kann man sich jetzt natürlich wieder das Gleiche überlegen mit mehreren Ketten, mehreren Rings. Und das ganz Tolle ist natürlich auch noch, ich spreche jetzt gleich nochmal über den inkrementellen Mark and Sweep in den letzten 20 Minuten. Das kann man auch inkrementell machen. Man kann inkrementell die Pointer durchsuchen und ein Ding ein- und ausketteln in eine andere Kette. So, das heißt, der Collector könnte hier im Hintergrund laufen, weil der schiebt ja dem Programm keine Objekte unterm Hintern weg, sondern der tut sie bloß über den Header. Da braucht das Programm gar nichts davon wissen, die Dinger in andere Mengen rein. Das Einzige, was er auch wissen muss, also man braucht auch eine Write-Barriere, das Einzige, was er auch wissen muss, ob ein Objekt, das bereits besucht wurde, das bereits quasi als markiert gilt oder bereits umgekettelt wurde, nochmal nachträglich modifiziert wird vom Programm, damit er es nochmal besucht. Ja. Da komme ich jetzt darauf zurück. Als letztes der inkrementelle Mark and Sweep. Also das sind alles Ideen, es gibt unglaublich viel Literatur zu denen. Da gibt es ein Buch, ich glaube sogar vom Herrn Baker, da bin ich mir jetzt nicht sicher,
hunderte Seiten, wo jeder Algorithmus beschrieben ist mit Varianten und so. Ist hochinteressant, kann man sich auch mal wirklich dann auf der Toilette zu Hause morgens oder abends lesen, dann so nebenher. Ganz wunderbar, tolles, oder im Bett abends vorm Einschlafen, immer mal wieder ein paar Kapitel, ist spannend, ist wirklich toll, was sich die Leute schon alles überlegt haben und da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Also jetzt nochmal zum Margin Sweep. Was wir wollen, ist, dass der inkrementell läuft. Das heißt, dass wir einen zweiten Prozess haben oder dass unser Programm von Zeit zu Zeit verschmiert, selber ein bisschen markiert, sodass das System nicht stoppt für eine lange Zeit, wenn er einen Margin Sweep macht. Und das Hauptproblem, das der Margin Sweep hat, ist, dass unsere Ameise, man muss nochmal vielleicht das malen, dass unsere Ameise ja hier durchläuft und diese Farbkleckse hinterlässt. Also angenommen, sie ist jetzt hier schon vorbeigekommen, sie ist schon da runter, hat hier schon ihre Kleckse gemacht und ist jetzt da unten drin und denkt, das wäre jetzt schon fertig. Also zum einen, sowohl falls da nochmal eine Referenz kommt, als auch wenn keine Referenz ist, ist in jedem Fall das Gleiche. Das heißt, die Ameise befindet sich da unten, das Ding ist schon rot markiert. Das heißt, wenn die Ameise hier wieder vorbeikäme, würde sie es gar nicht nochmal betrachten, weil sie ja sagt, ich war da schon. Aber unser Programm, wenn das gleichzeitig läuft mit der Ameise, unser Programm geht hierher und setzt hier den Pointer auf ein neues Objekt. Was dann passiert, ist eben, dass dieses Objekt nie markiert wird und wenn hinterher das Sweep drüber kommt, wird dieses Objekt als frei erkannt, was es nicht ist. So, das ist das Problem, dass der Mutator, das ist der, der das Programm verändert, die Datenstruktur verändert, mit dem Kollektor gleichzeitig laufen quasi und sich nicht absprechen, dass der Mutator hier was modifiziert, was der Kollektor schon als abgehakt betrachtet. Und dazu kann man den Margin Sweep ganz einfach modifizieren, und zwar nennt sich das Tricolor Marking. Und das ist als Letzte, dann dürft ihr nach Hause ins gut verdiente Wochenende. Wir hatten ja vorher hier diesen Farbklecks und das sind im Prinzip sind es zwei Farben. Das Objekt hat zwei Farben, das ist entweder unmarkiert oder es hat eine rote Farbe. Schwarz-Weiß oder 0-1, ist ja egal, also es ist entweder markiert oder nicht markiert. Man sagt, es ist in einer von zwei Farben. Und normalerweise sagt man auch, wenn der das markiert, ein Objekt ist entweder schwarz oder weiß. Also weiß ist quasi unbeleckt und schwarz ist, ich bin schon vorbeigekommen, hat eine Markierung. Also Black-White-Marking. So, das ist unser normaler Algorithmus. Und jetzt brauchen wir für diesen inkrementellen, brauchen wir einfach noch eine dritte Farbe. Entweder ein Grau oder ein Hellblau oder sonst irgendwas. Und wir sagen, der Kollektor markiert alle erreichbaren Objekte mit Schwarz. Wie bisher. Wenn er an ein Weißes kommt, der Mutator, das Programm, während es gleichzeitig läuft, wenn das ein Objekt modifiziert, welches schwarz ist, macht das grau, dritte Farbe, und tut es in eine Liste, To-Do-Liste. Das heißt, es gibt eine Liste von grauen Objekten, jetzt habe ich halt grau, also das Rot soll jetzt, na, egal, grau. Das ist jetzt grau. Und es ist in der To-Do-Liste, die To-Do-Liste ist hier so runter. Und wenn der Markierer, wenn der Kollektor fertig ist, also erstens mal gibt es jetzt zwei Situationen, erstens mal kann der Kollektor wieder auf was Graues kommen. Dann behandelt er das wie weiß. Das heißt, er geht nochmal drüber, macht es wieder schwarz, sagt, ich war da, aber er muss es nochmal betrachten. Das heißt, er geht dann nochmal alle durch, er würde dann das erreichen. Und wenn der Mutator in der Zwischenzeit nochmal dahin kommt, dann muss die dumme Ameise nochmal drüber gehen. Das heißt, jedes Mal, wenn der Mutator irgendwas verändert, macht er aus einem Schwarzen wieder ein Graues. Und die Ameise, die muss die Grauen genauso betrachten wie die Weißen, wenn sie vorbeikommt, also als unmarkiert. Plus zusätzlich, wenn die Ameise denkt, sie wäre fertig, dann muss sie noch die To-Do-Liste abarbeiten, weil da sind die drin, an die sie vielleicht nicht nochmal kam. Also an die Grauen kommt sie ja, wenn da so ein Zyklus ist, an eins, aber an die anderen, die zum Beispiel, wo sie nicht durch eine Rückreferenz, also wenn es diese Referenz nicht gäbe, dann käme sie an dem Grauen ja nicht mehr vorbei. Deswegen muss sie dann die To-Do-Liste nochmal machen. Und das kann man inkrementell machen. Ich meine, da muss man immer noch ein paar Logs setzen, aber das kann man mit so Test-and-Set-Dingern machen, also sprich mit so atomaren Operationen, das sprich, da muss man gar nicht groß viel machen. Man muss halt gucken, dass diese Bitsetzerei atomar läuft, weil der eine ja darauf zugreift und der andere liest ja Read-Modify-Write-Zyklen und so weiter. Und natürlich auch die Zugriffe auf solche To-Do-Listen und so weiter, da muss man immer mit Semaphoren oder mit irgendwelchen Logs arbeiten. Wobei die Liste, ja doch, der eine schreibt rein und der andere holt raus. Klar, also das
ganz super trivial ist es nicht, man muss schon ein bisschen noch was darauf achten, aber man kann zum einen das mit zwei CPUs gleichzeitig machen lassen. Man muss sich vielleicht nur eins überlegen, es gibt so pathologische Situationen, dass die Ameise nie fertig wird, weil der Mutator immer gerade das wieder modifiziert, indem der gerade macht, und dann kommt der da nicht weiter. Dann, das muss der Kollektor erkennen und muss dann sagen, jetzt halte ich mal kurz an, das heißt, da muss die Ameise dem anderen sagen, jetzt ist mal geschwind für eine Nanosekunde, nein, für ein paar Millisekunden Ruhe. Er stoppt ihn, bringt das Ganze zu Ende, dass die Liste leer wird, und lässt ihn dann weiterlaufen. Also, aber das sind seltene Fälle, und wenn das vorkommt, ist es ein sehr kurzer Zeitraum nur, weil er im Normalfall nicht viel aufzuholen hat. Aber das kann er erkennen, wenn er einfach immer wieder, was weiß ich, wenn die To-Do-Liste nach dem Abarbeiten der To-Do-Liste nicht wieder leer ist. Dann kann er sagen, ich mache es noch einmal, und wenn sie dann wieder nicht leer ist, dann kann er sagen, jetzt reicht es mir aber. Ja, oder wenn sie kleiner ist, also, ja, irgend sowas. Also da muss man vielleicht ein bisschen mit Heuristik spielen, aber da gibt es so Fälle, so mache ich das jetzt mal, und bisher bin ich damit gut gefahren. Das kann man entweder mit zwei CPUs machen, die gleichzeitig laufen, oder man kann den Hauptprozess ELSER mal unterbrechen durch eine Interrupt-Routine und sagen, jetzt mach schon mal ein bisschen, jetzt tu schon mal für 50 Objekte Ameise spielen und dann darfst du wieder weitermachen. Ja, also dass man das quasi Timesharing Ameise zu Mutator, wenn man das eine CPU hat, macht man das so. Oder man kann sagen, bei jeder Allocation, jedes Mal, wenn ich ein Objekt allokiere, tue ich wieder 50 Mal Ameise spielen, sodass der das mit der Zeit dann aufholt und sich dann einholt. Und so einen Algorithmus habe ich auch drin, den kann man auch sehen, wie der sich verhält hier im System, aber das sieht man fast nie. Das ist dieses I. I hat mehrere States, 2 heißt Idle bei mir, hier da, das da, und da gibt es einen inkrementellen Garbage Collector, das ist dem sein Zustand. Und der muss natürlich auch erstmal über die Roots loslaufen, das sind diese Kennungen, das ist jetzt Geheimwissen. 3 heißt irgendwie, er markiert gerade den Newspace, 4 heißt, er markiert gerade, was weiß ich, die Symbol Table, 4 heißt und so weiter, jede Zahl, das geht hoch bis 15, und 2 heißt Idle und 0 heißt, er cleart irgendwas ab, weil er abgebrochen wurde, weil wenn ich dazwischen rein jetzt einen Voll-Collect mache, muss ich den wieder stoppen, dann muss ich eventuell die To-Do-Listen wieder abräumen, wenn der unterbrochen wird. Also man muss da aufpassen, wenn der da läuft. Der kann natürlich jetzt, der muss auch mit alle den anderen interagieren. Ja? Also speziell zum Beispiel, der hier darf nicht laufen, während der jetzt Objekte moved. Da muss der sich aus dem Newspace raushalten. So lang. Deswegen sind da so unheimlich viele Synchronisationen drin, weil es ist nicht ganz trivial dann im Zusammenspiel. Jeder einzelne Algorithmus ist vielleicht für sich gesehen verständlich, aber es sind dann die Feinheiten, die blöden Bugs, wo man einen Pointer-Fehler hat oder wo man einen Log vergisst oder sowas, weil jeder von denen spuckt in den Objekten rum und die müssen sich alle ganz gut abstimmen miteinander. Deswegen ist es auch natürlich nicht ganz super trivial immer alles. Deswegen dauert es auch immer 5 bis 10 Jahre, wenn eine neue Programmiersprache rauskommt und von jemandem entwickelt wird, bis das Zeug dann alles halbwegs sauber läuft, denke ich immer. So kann man schon sagen im Allgemeinen, aus meiner Erfahrung. Also das wäre der Three-Color-Marking, und der Three-Color-Marking könnte man sich auch mit unseren Ketten vorstellen. Der kann das nämlich auch inkrementell machen. Der kann auch inkrementell im Hintergrund die Objekte von einer Kette, von einem Ring auf einen anderen rüber move'n. Geht genauso. So, also wenn Sie jetzt Lust haben, also wir können das nächste Mal zusammen den Mark and Sweep für unser Scheme hier implementieren und das vielleicht machen, aber einer für sich ist. Viel mehr wollte ich nicht machen, weil das wird schon relativ komplex. Das wäre jetzt eine Aufgabe für Sie. Das würde mich freuen, wenn der ein oder andere da mal was macht, dass er zum Beispiel so einen Algorithmus da implementiert. Das Hauptproblem bei den Algorithmen ist jetzt folgendes. Wir haben ja jetzt hier an vielen Stellen, zeige ich mal gerade, nur dass Sie es wissen im Voraus, worauf Sie sich einlassen. Ich will mal gerade in unser Build-in gehen und will da mal jetzt unseren alten Code angucken, zum Beispiel des Cons. Des Cons, der ruft hier New Scheme Cons auf. Man muss jetzt bei jedem Ding, jeder Aufruf, der Memory allokiert, davon ausgehen, dass da drin ein Garbage Collect passieren kann. Am besten zum Testen, so mache ich das immer, erzwinge ich das, dass es bei jeder Allocation vorher und nachher vorher ein Collect passiert. Weil jetzt passiert Folgendes, wenn ich ein Moving Garbage Collect habe, dann würde das New Scheme Cons schon die Argumente unter Umständen wegmoven. Weil die Argumente zeigen ja, so wie sie reinkommen in den Aufruf, noch auf irgendwelche Objekte vielleicht hier drin. Jetzt macht der New Cons, stellt fest, er muss moven, dann muss man dafür sorgen, dass der New Cons nachher die richtigen Objekte wieder hat. Das heißt, und gleichzeitig derjenige, der dieses Scheme Cons aufgerufen hat, seinerseits wieder,
der könnte vielleicht irgendwelche Referenzen in solchen temporären Variablen gerade haben. Die muss man aktualisieren. Die müssen natürlich dann, wenn ein Objekt von hier nach darüber moved, bei einem Moving Garbage Collector, müssen die alle aktualisiert werden. Das heißt, das ist das Geschickteste erstens mal, dass man die ganzen temporären Referenzen, deswegen habe ich das gemacht mit diesen Continuations, dass man die sowieso in einer Datenstruktur hält, nicht in C-Variablen, sondern in dieser Datenstruktur außerhalb, weil da kann nämlich der Garbage Collector definiert darüber scannen und sagen, ah, da weiß ich, da hat einer noch eine Referenz. Und kann da drin auch den Pointer aktualisieren. Gleichzeitig ist es natürlich sein Root. Ja, wenn ich jetzt unseren rekursiven Interpreter von vorher überlege, wo A, B, C, D und ganz da unten macht er einen Garbage Collect und da sind überall auf dem Stackframe kleine Referenzen, die alle aktualisiert werden müssen, wie komme ich da hin, woher weiß ich denn, wo der Compiler die abgelegt hat? Also ich kann das vielleicht rauskriegen für eine Architektur und dann weiß ich, aha, immer da muss ich den Adresse von dem und dann addiere ich da 23 dazu und dann 5 weiter oben ist dann immer der Pointer. Aber da kriege ich die nächste GCC-Version und der optimiert das irgendwie ein bisschen anders und da stimmt schon alles nicht mehr. Also das würde ich nicht empfehlen, jetzt auf irgendeine spezifische Architektur das hinzutrimmen, sondern würde ich gleich sagen, ich lege das außerhalb an, ich lege da eine definierte Struct drüber, von der ich weiß, wo die Pointer sind, zum Beispiel unsere Continuations wären sowas. Und da drin habe ich Arg 1, Arg 2, Arg 3, Arg 4 und die scanne ich. Und in meinem Programm mache ich überall so Defines rein, dass ich überhaupt keine Lokalen mehr habe, sondern nur noch über diese Continuations dann drauf zu referenzieren. Dann habe ich zum einen gleich die Routes in unserer Aufrufkette für den Scavenge und ich weiß, wo ich die Pointer aktualisieren muss. Ja. Und deswegen wäre es gut, wenn man gleich mit sowas anfängt, weil dieser Rekursive, der wird nachher schwieriger. Also der Mark and Sweep geht noch super trivial, weil der ja nichts verschiebt. Der muss sie bloß finden. Der kann zur Not, wenn er will, sogar den Stack durchsuchen nach Pointers, die da rein zeigen. Und dazu kommen wir jetzt zum allerletzten, haben wir noch 2 Minuten, ja? Zum allerletzten, das ist dieser Böhm-Weiser, nennt sich konservativer Garbage Collector. Das ist ein Garbage Collector, der wurde gemacht für C, wo ich nicht weiß, wo Pointer sind. Was der macht, ist, dass er alles, was aussieht wie ein Pointer, betrachtet als Pointer. Das heißt, er scannt Memory durch. Und wenn er irgendwo ein Bit-Pattern findet, was ein Pointer sein könnte in mein Old Space oder in mein Space, dann markiert er das zugehörige Objekt. Das heißt, der tut genau das. Der sagt sich, ich habe hier Objekte und der braucht meines Wissens, bin ich jetzt aber möglicherweise überfragt, wie er es genau macht. Es könnte sein, dass er es über solche Dinger macht. Könnte aber auch sein, dass er vermutlich einen Header noch vorne dran allokiert, weil er muss eigentlich alles. In C kann ich ja auch einen Pointer hier rein haben. Ich kann einen Pointer haben, der nicht aligniert ist, also sprich auf irgendeinem Byte innerhalb eines Worts. Und das heißt, der geht also hin, wenn der jetzt hier das Memory scannt, also angenommen, er sagt, das muss ich mal scannen, dann guckt er alles, was da drin ist, was vom Bit-Pattern her so aussieht, als würde es in den Bereich rein zeigen. Und dann muss er dazu eigentlich den Start vom Objekt finden, auf irgendeine Art und Weise, damit er das nachher wieder scannen kann, weil das ist dann sein Mark. Im Grunde genommen ist es ein Mark and Sweep, der aber nicht 100% sicher ist, ob das auch wirklich ein Objekt ist, deswegen ist er konservativ und sagt, alles was aussieht wie ein Pointer, betrachte ich als Pointer. Das kann natürlich jetzt sein, dass ich hier drin Characters habe oder Bitmap-Daten oder Videodaten oder sonst irgendwas, die zufällig ein Bitmuster haben, was so aussieht, was hier reinpasst. Das Problem ist bei 3 GB oder 4 GB Adressraum und wenn der voll ist, da sieht alles aus wie ein Pointer, weil da ist ja dann, also wenn ich, das heißt, wenn ich große Memory-Bereiche habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, fast 1, weil nämlich jedes Bit-Pattern dann in dem Bereich liegt. Das funktioniert prima, solange ich hier jetzt vielleicht 128 MB habe, was bloß ein Hundertstel ist von meinem Adressraum, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 99, dass ein random Bit-Pattern nicht da rein zeigt, ja. Wenn ich jetzt aber schon alles belegt habe, dann ist immer, wenn ich einen Firefox habe, der schon seit 3 Wochen läuft und der dann 2,5 GB groß ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit 80%, dass irgendein Bit-Pattern da rein zeigt. Und dann muss ich glaube, er ist noch ein bisschen intelligenter, er ist nicht ganz so blöd, weil er hat noch irgendwelche Grenzen und ein kleineres Granulat da drin, aber das ist im Prinzip sein Problem. Sein Problem ist nämlich, dass er nachher gar nicht weiß, ist das jetzt wirklich ein Bit-Pattern oder nicht, weil es könnte in C ja alles Mögliche sein. Und dann ist er konservativ und dann gibt er es nicht frei. Er verschiebe kann das auch nicht, also das kann er schon gar nicht. Er kann es bloß dann wieder auf eine Freeliste tun oder sowas. Und das tut er halt nicht, solange noch irgendwas da drin ist, was so aussieht wie ein Pointer da rein. Und das führt eben dazu, dass der Firefox Memory Leaks hat.
Sonst wird es wahrscheinlich auch nie so richtig gehen, vermute ich mal. Also das ist, meines Erachtens ist das auch so ein Algorithmus, der hilft ein bisschen. Und bei manchen Programmen hilft er vielleicht richtig, aber darauf verlassen kann man sich eigentlich nicht. Und sowas wie ein Firefox damit zu programmieren, ist eigentlich eine Schande. Weil da braucht man sowas wie einen exakten, definitiven Algorithmus, das heißt, der weiß, wo Pointer sind. Weil sonst kriegt man das nie in den Griff. Und es ist ja so. Also mein Firefox, der läuft hier 3-4 Tage und dann ist er zu groß und fängt an zu pagen und dann muss ich ihn wieder killen. Also das ist überhaupt keine Lösung für ein Programm, was jetzt 365 Tage rund um die Uhr durchlaufen muss. Also das heißt, in C und in C++ muss ich dann doch von Hand free aufrufen, mit all den Problemen in größeren Teams, dass es manchmal gar nicht möglich ist. Oder ich muss sowas wie Reference County nachher wieder reinmachen, mit der Problematik, dass ich dann Zyklen auflösen muss oder solche Dinge. Deswegen gehen ja jetzt die Mozilla-Leute gleich, die wollen ja jetzt eine eigene Sprache machen, die genau das umgeht, nämlich eigentlich, die Frage ist, warum nehmen sie dann nicht Java oder Smalltalk, ich meine, die können das ja schon, aber gut, not invented here, das kennt ja jeder, was ich selber gemacht habe, ist besser. Ja, wenn sie mir einen entwickeln, baue ich ihn gern ein. Der Rest kriegen sie dann von mir. Das wäre kein Thema. Also, ja, okay. Das ist nur eine Frage, das ist nicht eine Frage, dass man es nicht kann. Es gibt Leute, die das können und die das machen und die das vielleicht schon seit 10 Jahren machen, die müssen das auch von irgendwas leben. Das ist das, ja. Also deswegen tue ich das jetzt vielleicht nicht umsonst, weil ich Familie zu versorgen habe, deswegen muss ich gucken, wo ich mein Geld verdiene. Aber ja, aber gut. So, also das war's für heute. Noch irgendwelche Fragen zu Garbage Collection? Alles erschlagen, dann lasse ich euch jetzt nach Pfingsten. Tschüss, Eurovision, tötet und tschüss.